So, liebe Leute, weiter geht's mit FIFA 21, Karriere, unsere Karriere mit dem Was wäre wenn? Schalke in der dritten Liga. Wir haben uns ein oder andere Transfer, den wir noch versuchen klar zu machen. Ich habe ein paar jetzt mittlerweile zugemacht. Und wir haben einige Wunschkandidaten mittlerweile verpflichtet. So, fangen wir an mit, mit dem Kauf erstmal. Das war Renault, das war den erstmal zugemacht bekommen, den Transfer. Weil der weiß, bei dem weiß ich, dass ich ihn behalten will, auf jeden Fall. Und es geht weiter mit dem Umbruch. Wir haben mittlerweile viele Spieler gekauft und auch mittlerweile sind wir dran, einige zu verkaufen, doch. So. So, die Frage ist, was wollten ihr? 8 Millionen biete ich euch. Ich werde wahrscheinlich mit 12 oder 13 kommen jetzt. Gut, ich habe noch einige Transferschätze, die auf der Liste. Okay, das ist schon mal zu. Man weiß, aber bin ich mir noch nicht so sicher, ob der kommen bleiben soll. Muss mal gucken, wie der definitiv in der bleibt, wenn der bleibt. So, ich gehe mal kurz in die Trikotnummern reingucken. Gerade bei den ganzen neuen. Kulanski die 11. Krüger hat ja die 14 in Aue auch schon gehabt, glaube ich, meines Wissens. Weil ich Platter gerne auf der mit der 9 auflaufen würde. So, da muss Pieper kann die 3 haben. Weil wenn die auf der Verkaufsliste steht. Deswegen gebe ich ihm erstmal die 99, weil ich ihn eigentlich gerne loswerden will. So. Na gut, ich habe zwei Stürmer. Ich brauche definitiv einen dritten, weil ich denke, dass fast alle Transfers. Ja, möchte ich verlieren. Der geht eh damit. Nach dem Abstieg geht definitiv rüber in die Liga. In die Liga, nicht mit in Liga 3. Deswegen gebe ich ihn ab. Florian Krüger haben einen neuer Rechtsaußen vom FC Erzgebirge Aue noch verpflichtet. Und ich brauche halt, ja, zwei Mann will ich aber einfach noch einen Stürmer holen, weil ich die beiden eigentlich gerne abgeben will. Hier sollen noch zwei Mann weg. Da habe ich ein bisschen Überbedarf, ist okay. ZM, ja. Schöpf und Zerda sollen auf jeden Fall noch gehen. Das heißt, ich brauche da definitiv nochmal einen Mann. Auf jeden Fall ein ZM. In Verteidigung muss ich gerade gucken. Hier habe ich ja Mondier, der weggeht. Charlo Nolo, Kulasi, das bleibt. Kabak, Stamboli weg. Dann habe ich vier Innenverteidiger. Nein, zwei Innenverteidiger. Aber Becker kann es auch spielen. Theoretisch. Er kann auch Innenverteidiger spielen. Das ist nicht das Problem. Dann ziehe ich den zur Not mit. Ich habe ja dann auch noch genug Außen. Dann habe ich drei Innenverteidiger. Gut, dann brauche ich noch wahrscheinlich einen Verteidiger, den ich holen will. Ich guck mal gerade durch. Bevor ich jetzt irgendwie noch. Ich gehe mal kurz in meine Dings. IV brauche ich auf alle Fälle noch. Ich guck mal gerade, habe ich noch. Linksverteidigung will ja, soll ja weg. Noch zwei, Minimum. Also Mondil auf jeden Fall und Okchipka sollen auf jeden Fall beide gehen. Die stehen beide auf der Transferliste. Also den Innenverteidiger auf jeden Fall noch verpflichten. Und noch einen Stürmer. Soweit ich das jetzt verstehe. Naja, gut, okay. Ich habe ja dann noch irgendwie Bostuan spielt ja links Mittelfeld.
Soll zumindest da bleiben. Ja, und ein LMF und ein LMRM natürlich noch. Dass ich da zumindest die Möglichkeiten habe. Ein Flügelspieler noch. Obwohl, da bin ich ja dran an denen, ne? Gut, dann gehen wir mal rein in die nächste weitere Verhandlung. Wir haben immer noch so ein paar Verhandlungen drin. Die so kommen sollen. Dann gehen wir mal Gaudino ran, der auf jeden Fall kommen soll. Der nochmal ein bisschen was. Der nochmal uns ein bisschen helfen soll. Es geht also momentan ja nur momentan um Transfers. Ist jetzt relativ viel Einheitsbrei. So, Transferbudget. Ich denke so 8. Gehen wir mal auf 8 Millionen. Ich habe übrigens keinen Investor drin. Man kann ja am Anfang auswählen, bis zu einer halben Milliarde an Investorgeld das kriegen können. Aber das habe ich alles abgelehnt. Das machen wir nicht. Wir gehen halt rein über das eigene Kapital. Und ich konnte nicht über uns in die Schulden gehen, um das noch so realistischer zu halten, sondern ich konnte nur auf Null gehen. Das habe ich auch gemacht. Wir gehen nur über Transferverkäufe. So, gehen wir mal den nächsten. Ja, bitte. Na gut, dann haben wir das auch schon mal durch. Und dann nochmal, holen wir die Transfers. So, dann bin ich ja dran mit den Scordino-Spielmann und Gambula. Möchte ich gerne verhandeln. Dann bin ich eigentlich ziemlich zufrieden mit dem Kader. Dann geht's nur noch rein über die Verkäufe. Okay. Du möchtest 4 Millionen haben. 4 Millionen. 4 Jahre haben. Okay, kann man so machen. Bin gespannt, wenn der nicht losgeht. Es kann sein, dass er schon in der nächsten Folge losgehen wird. Ich weiß auch nicht, wie die. Es kann sein, dass wir in der nächsten Folge im ersten Spiel reingehen. Unser erster Gegner wird Toguchi München sein. Aufsteiger aus Liga 4. Das ist schon mal safe. Der Auftakt der neuen Saison. Ja, akzeptieren. Oh, 4 Millionen. Ach, scheiße, ich hab die scheiß Freigabesumme. Ich hab das überlesen. Ja. 4,4 Millionen, ja, das ist natürlich alles andere gut. Scheiße. Ich fahre lieber gerne mit meinen eigenen Spielern. Wieso also? Ja, da muss ich gucken, dass ich den Transfer, dass ich den irgendwann verlängere, den Vertrag. Dass ich diese scheiß Freigabesumme rausnehmen kann. Gut, dann machen wir es so. Dann lassen wir es sein. 4,4 Millionen. Ja, ist natürlich blöd, dass der Transfer dann doch mit dem Verlust. Na gut, naja, dann haben wir zumindest schon mal safe den ZM. Hier kommen neue, hoffentlich neue Flügelspieler. Duke ist aber auch wichtig. Nicht wieder ein bisschen FIFA auf meinem Kanal, das habe ich schon seit 2019 nicht mehr gekommen. 2020 habe ich auch Red übersprungen zum Beispiel im Let's Play. Aber diesmal geht's wieder weiter mit dem neuen Teil.
Mit dem neuesten Teil. So, ja. 3 Jahre Vertrag möchte ich gerne behalten. Möchte ich gerne geben. Und jetzt geht es um das Finanzielle. Wir haben noch 21,2 Millionen. Wir wollen noch einen Spieler verpflichten. Und im Winter soll Mai kommen, den ich unbedingt gerne von Freigabesumme mal gehen. Da habe ich gerade echt einen Fehler drin gemacht. Okay, die nimmt er auch raus und dann haben wir ein bisschen cooler. Oh, 47,5. Und jetzt hoffe ich, dass der Transfer zugeht. Und damit gehört er uns, Marvin Spielmann von den Young Boys Bern, folgt seinem Teamkollegen. So, und der letzte Transfer. 1,91 Meter großer Stürmer noch. Und dann soll definitiv noch ein Innenverteidiger kommen. Und dann haben wir es, glaube ich, eigentlich ziemlich sicher abgearbeitet. Dann steht der Kader soweit fest. So. 24-Jähriger. Ich weiß gar nicht, aus welcher Dings der kommt. Aus welchem Land der kommt. Gut, 3-Jahres-Vertrag ist immer gut. Und jetzt hoffe ich, dass der keinen. Ja, das ärgert mich gerade, dass der. Dass Gordino da eine Dings drin hat. Eine Ausschussklausel von 4,4 Millionen gerade mal. So. Akzeptieren. Die lassen wir mal drin. Das war raus, auch die Freigabesumme. Und jetzt brauchen wir dann noch, wie gesagt, noch einen Innenverteidiger, den ich definitiv holen werde. Und ich weiß auch nicht wer so ein bisschen in Gedanken, wenn Gedanken rumschwirrt. So, Gehalt möchtest du natürlich auch haben. 8000. Und dann gehen wir mal auf 70.000, die ich ihm geben werde. Ich muss ihm ja keine Millionen zahlen, wie ich dem einen oder anderen gezahlt habe. Das ist wieder natürlich das, was ich eigentlich, dass ich doch zu hoch war. Aber deswegen konnte ich nicht wiederholen. Und damit ist das Thema schon durch. Giambula kommt aus Bochum. So, und Mai, dich werde ich doch definitiv holen. Aber ich. Ist leider jetzt keine Möglichkeit. So, die Frage ist, wen kann ich holen? Wen kann man noch als Innenverteidiger holen? So. Ja, dann haben wir Gottwald aus Lautern. Da haben wir noch ein junges Talent dabei. Und dann haben wir das Thema Spielerlei abgelaufen. Ja gut, ist okay, das ist klar. Warte mal. Transferzentrale. So, dann haben wir das Thema auch durch. Dann ist der Kader zumindest erstmal soweit aufgebaut. Und dann hoffen wir mal, dass wir in der dritten Liga mit dem ersten Spiel direkt bestehen. Weil München, das wird definitiv alles andere als einfach werden. Wichtig ist natürlich der Aufstieg erstmal.
Aber jetzt erstmal gucken, davon, ob wir was wollen. 3 Millionen. Möchte ich euch geben. 1,92 Meter großer Innenverteidiger. Darum geht es mir letztendlich auch so ein bisschen, dass ich ein bisschen Kofferstärke hinten drin habe. Die sagen, ist okay, Transfer, passt. So, akzeptieren. So, 4 Jahre möchtest du haben. Dann sind wir wieder am Folgenende dabei. Ja, es ist halt grundsätzlich klar, es ist jetzt die dritte Folge. Wir haben jetzt mit halt nur wirklich Transfers getätigt, das ist klar. Und dann hoffen wir, dass wir im nächsten Spiel dann in der nächsten Folge dann das erste Saisonspiel haben. Aber jetzt erstmal, wie gesagt, die Transfers zu machen. Und es sind ja noch einige Leute auf der Liste, die verkauft werden sollen. Ich glaube, es sind 8 oder 9 Spieler noch und die müssen unbedingt noch weg. So, keine Freigabesumme, Hauptsache die ist erstmal raus. Ich ärgere mich gerade bei Cardino, dass ich den habe, aber ich hoffe, dass er es packt. Dass ich da 4-Jahres-Vertrag, ich krieg den so schnell nicht verlängert. Gar nicht viel, wirklich egal. Gerade mal 550 nur. Das ist mal überhaupt nichts. Das ist ein Transfer, der sich finanziell definitiv schon mal lohnt. Und dann hoffe ich, dass ich das Thema jetzt durch habe. So, Teamzentrale, geh mal rein. Der soll seine 28 kriegen, die er ja schon hatte. 18. Soweit sind die Nummern soweit in Ordnung. So, gucken wir mal. So, kau die Nummer rein. So, und dann haben wir soweit den Kader eigentlich stehen. Dann sind einige junge Talente mit dabei, viele junge. Gut, ciao, bleibt auf jeden Fall. Und dann schauen wir mal so, dass was passt. Klar, der Kader ist, wie gesagt, klar deutlich verjüngert und verschlechtert worden. Aber ich denke, so sind wir relativ gut aufgestellt. Und da kann ich die Biermann eigentlich fast so reinsetzen vorne in die, ins linke Mittelfeld. Der da unbedingt spielen soll. Ja, ich denke, da sind wir 80er zentral. Kann sich die so spielen. Ich denke, das passt so. Dann haben wir das soweit safe. So, dann geht es also nur noch rein um die Verkäufe. Erstmal zumindest. Oh, das ist ein Leihangebot von Kutucu. Young Boys möchte Kutucu haben. Warte mal, was haben wir denn hier? Cruz Azul.
Da muss ich leider für 10 Millionen, wenn überhaupt, abgeben. Ich werde so mal versuchen. So, Renault delegiere ich mal. Oh ja, erstes Spiel gegen München. Das ist bald schon. So, dann hoffe ich, dass ich jetzt den einen oder anderen Transfer durchkriege noch. Ja, schade. Oh ja, Mondi für Mondi 3,8 Millionen. Ja, dann geh. So, dann mache ich mal Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's ins erste Saisonspiel. Bis dahin und tschüss.